Hallo, da sind wir wieder. Pepe und Kitte. Wir spielen Witcher 1 in dem zweiten Kapitel. Und wir sind hier in Visima. Und eigentlich wollte Geralt hier ablegen gehen. Aber das müsst ihr jetzt selbst sehen. Wir haben ja nochmal eingeladen. Ja, ja, eigentlich. Das müssen wir jetzt onscreen machen. Das sieht gleich warum. War ja, dass wir das Fistech holen wollten. Ja, genau, Fistech holen. Nur ein Hexer. Nur? Geralt, seid gegrüßt. Was ist passiert? Eine Machtdemonstration. Sie haben ein Fenster eingeschlagen und Coleman 3 Bolzen in den Wanst gefeuert. Sie haben Bolzen mit Streuköpfen verwendet. Eine Spezialität der Hafgar und vollkommen illegal. Wer hat ihn getötet? Die verdammten Skoyatel. Jetzt wird man ihn als guten Mann hinstellen, der alten Damen über die Straße geholfen hat. Ich spüre schon ein Pogrom heraufziehen. Diese verdammten Pisser haben eine Liste ihrer Feinde erstellt und damit begonnen, sie zu eliminieren, ohne an die Konsequenzen zu denken. Warum Coleman? Wut? Rache? Wahrscheinlich hatten ein paar junge Elfen eine Überdosis. An einem Bolzen war eine Notiz befestigt. Händler des Weißen Todes. Er hat Fistech an Kinder verkauft, billiger als alle anderen. Ihr wisst ja, wie schnell man davon abhängig wird. Mich überrascht, dass sie in der Stadt zugeschlagen haben. Sie fühlen sich stark, jetzt wo sie Waffen haben. Irgendein Narr hat Geschäfte mit ihnen gemacht. Ich verdächtige Haren Brock. Was für schreckliche Zeiten. Ja, ja, der gute alte Bringt das Ganze in den Bauch ein, tritt in 3 Teilen am Rücken wieder aus und zerfetzt dabei die inneren Organe. Eine Spezialität der Hafgar. Nutzlos gegen gepanzerte Soldaten. Sie zersplittern bereits an der leichtesten Rüstung. Sie werden benutzt, um Zivilisten zu töten, als grausame Warnung für andere. Ich weiß, woher die Waffen stammen, mit denen Coleman getötet wurde. Ich muss solche Situationen vermeiden, neutral bleiben, mich nicht einmischen. Tja, nicht so einfach. Ja. Ja. Der hätte sich der Auftrag für ihn wohl erledigt, oder? Ja, ich fürchte, das habe ich verbockt. Also, falls ihr es spielen sollt, macht solche Aufträge dann immer gleich. Könnte sein, dass euch eure Auftraggeber wegsterben. Ja. Deswegen werden wir mal sehen, was wir noch so an Nebenaufträgen haben. Machen die hier, ja. Und die mal abarbeiten. Verdammt, stimmt, macht, was ihr wollt, aber setzt nicht aufs Boxen, das ist man. Ja, ja, haben wir schon ein paar Mal gehört. Ja. Coleman tot ist, wo kann ich dann Fistech kaufen? Wenn Coleman tot ist, man kann ja mal fragen. Wo kann ich dann Fistech kaufen? Kennt ihr die Salamandra? Die haben oft Fistech dabei. Aber von mir habt ihr das nicht. Na gut. Ja, das haben wir ja schon gesehen. Also, wir brauchen nur eins für Jethro, damit der etwas gesprächiger wird. Und dann sollten wir ja die Salamanderbranchen zu. Stimmt, das wollen wir ja machen. Du wolltest ja gar nicht ablegen. Na, wollen, ja. Aber. Muss aber. Aber ich kann ja wieder einiges loswerden. St. Peters ist für Bomben, braucht man nicht. Wir können noch keine Bomben bauen. Die Fette behalten wir. Bomben. Das ist okay, auch okay. Wein braucht man im Moment nicht. Packt mal weg. Hier auch. Ja, den starken behalten wir, falls wir Tränke machen wollen. Das ist alles Futter. Ja, den Familienring, den müssen wir abliefern. So. Gut. Haben wir erstmal. Und da habe ich gesehen, sitzt einer, der nennt sich Spieler. Thaler hat uns ja erzählt, dass er das Schwert vom Spieler gewonnen hat. Ach so, ja. Mit dem müssen wir auch mal eine Runde quatschen. Ich halte alle, die Risiken eingehen, in hohem Ansehen. Silberschwert. Sagt euch das was? Warum fragt ihr? Ich habe keine Zeit für Schwätzchen. Nehmt's mir nicht übel.
Woher habt ihr das Schwert? Ich habe es gewonnen von einem Gärtner. Wo finde ich ihn? Im Garten von Majorans Krankenhaus. Ah ja, den kennen wir ja. Ja. Ist ja die reinste Schnitzeljagd mit dem Schwert. Dann fragen wir mal den Gärtner. Ja. Der liegt ja auf dem Weg zum Gefängnis. Ja, da wollten wir ja sowieso hin. Gehört, die sind schon wieder teurer geworden. So weit ist das schon wieder. Das passt ja. Carmen steht im Regen. Ja. Naja, ist nicht die Einzige. Ja, würde ich auch sagen. Wann ist das hier ein Wetter wieder? Donald. Hallo Gärtner. Seht nur, wie sie wachsen. Schön. Silberne Schwerter interessieren mich mehr. Ah, ich wusste, dass einmal einer von euch kommen würde. Ihr habt es beim Würfelspiel verloren? Ich war ganz sicher, dass ich gewinnen würde. Hütet euch vor dem Trickser. Er spielt gut. Woher habt ihr dieses Schwert? Vor 5 Jahren fand bei Brenna eine Schlacht statt. Als sich der Staub legte, hatten unsere Männer die Nilfgaarder bezwungen. Seit jenem Tag bezeichnen wir uns nicht mehr als kaiserliche Provinz. Ihr habt dieses Schwert in der Schlacht erobert? Ja, es gehörte dem Hexer Köhn, ein Prachtkerl von einer seltenen Art. Allerdings nicht sehr gesprächig. Wie die meisten von uns. Ich gab ihm mein Wort, dass das Schwert den Weg zu einem anderen Hexer finden würde. Als er im Sterben lag, murmelte er etwas von Zähnen und Schicksal. Dann lachte er im Angesicht des eigenen Todes. Und ihr habt es im Spiel verloren? Ich hielt es 5 Jahre lang versteckt. Die Hoffnung, dass ich je einem anderen Hexer begegnen würde, hatte ich dann aufgegeben. Fräulein Shani kannte Köhn ebenfalls. Sie arbeitet im Krankenhaus. Danke für eure Hilfe. Viel Glück auf euren Wegen. Adieu. Ja, zu Shani müssen wir abends irgendwann mal. Hallo Hund. Schnupper, Schnupper. Ja, nicht sehr gesprächig. Nee, sind sie im Allgemeinen nicht. So. Mal sehen, was er uns zu erzählen hat. Erkältung? Ich habe Fragen. Fragt. Wisst ihr etwas über den gefangenen Salamander? Warum sollte ich euch das verraten? Der Hauptmann würde mich töten. Vielleicht kann ich euch ja überreden. Pulver würde helfen. Haben wir uns schon gedacht. Hat er ja auch schon mal gesagt. Da ist es. Ja. Bei gutem Fistech sag ich niemals nein. Dann erzählt. Erzählt mir etwas von dem gefangenen Salamandra. Aber... Ich weiß doch kaum etwas. Wo ist er? Er wurde in Majorans Krankenhaus gebracht. Danke. Tja, sagt er da noch was Neues? Bei wem habt ihr dieses Hexerschwert beschlagnahmt? Oh, toll, also. Das wissen wir vielleicht, ja schon. Aber nicht heute. Bevor ich in die Kloaken runtergestiegen bin, irgendwas sagt mir, dass das kein Zufall war. Wo finde ich Thaler? Ich markiere die Stelle auf eurer Karte. Ja, genau. Aber tötet ihn nicht. Wir haben eine Abmachung mit ihm. Oh, insofern hat Thaler auf jeden Fall die Wahrheit gesagt. Ja, das ist eine Abmachung. Diesem Laster solltet ihr abschwören. Vielleicht, aber nicht heute. Das sagen alle abhängig. Ja. Adieu. Okay. Und irgendwie sind wir ja wahrscheinlich alle auf irgendeine Art und Weise abhängig. Irgendwie vom Spiel. Gut. Ja. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu Leuwarden.
Also du meinst es hier einen Deich oder wie? Ja. Ja, es sollte nochmal angehen. Es sind ja auch einige Aufträge im Sumpf, die wir da haben. Ja. Zu Schanik können wir erst am Abend. Bei Thaler waren wir ja auch schon. Ja. Ja, deswegen haben wir es ja nur bewusst mit dem Spieler. Ja. Und ich denke mal, du musst das irgendwie, musst mit ihm gesprochen haben, sonst würde es gar nicht kommen. Die Möglichkeit, ja, ihn darauf anzusprechen. Ja. Die Hand vor Augen nicht. So, hier war das Tor, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Tor zum Deich. Gerald, schön euch zu sehen. Wo geht ihr denn hin? Zum Deich. Kein Durchgang. Das verbietet der Hauptmann. Warum? Befehl des Hauptmanns. Redet mit ihm. Meine Herren, so behandelt man keinen Helden. Das ist Gerald, der Hexer, der Vizima von einer schrecklichen Gorgo befreit hat. Ein Held? Na, das ändert alles. Er ist fast einer von uns. In dem Fall geht bitte durch, Meister Gerald. Wir trinken im Gasthaus auf euer Wohl. Danke, Siegfried. Ja. Eine Überraschung in den Kloaken. Ein Ritter der Flammenrose. Von Kopf bis Fuß in Gestank gehüllt. Normalerweise arbeite ich allein, aber es war eine Gelegenheit, einen Ritter in Aktion zu sehen. Ich muss sagen, er hat sich wacker geschlagen für einen Menschen. Solche Dankbarkeit sieht man nur selten. Ja, dann können wir ja wohl jetzt durch. Ja. Ein Fass. Ja, toll. Wir haben doch schon eine Fackel. Ah, guck mal, da ist er ja. Ihr schon wieder? Die haben euch in die Stadt gelassen? Seid ihr Leuwarden? Der bin ich. Reden wir. Ja? Ich denke, ihr zahlt für Salamander-Abzeichen. Ich weiß nur noch nicht, warum. Ihr irrt euch. Warum so defensiv? Ich bin ebenfalls hinter den Salamandra her und kann es beweisen. Wenn das so ist, bringt mir 3 Abzeichen. Dann reden wir. Ich habe 3 Salamander-Abzeichen. Erzählt ihr mir jetzt von eurer Geheimgesellschaft? Ausgezeichnet. Ich zahle sonst 20 pro Stück. Aber für euch mache ich eine Ausnahme. Ihr bekommt das 10-fache. Großartig. Aber ich würde immer noch gerne wissen, warum ihr Kopfgeldjäger bezahlt, um Salamander zu jagen. Sie sind nicht gut fürs Geschäft. Euer Geschäft? Alle Geschäfte. Hört zu. Es sind Kräfte am Werk, die eure Vorstellungskraft übersteigen. Seid dankbar, dass ihr nicht wisst, wie die Welt wirklich ist. Leuwarden, ich habe schon so viele hochtrabende Reden gehört. Auch eure Worte beeindrucken mich nicht und diese Kräfte sind mir scheißegal. Meine einzige Sorge ist, dass ich die Anführer der Salamandra aufspüre und Asa Javed töte. Das würde ich gerne sehen. Wenn es euch gelingt, dann kommt zu mir und ich belohne euch großzügig. Und solltet ihr die Salamandra vernichten, würde ich euch für eure Bemühungen entschädigen. Es wird gewiss nicht leicht sein. Es ist möglich, dass ich wiederkomme. Ich zähle auf eure Unterstützung. Ich helfe gern, soweit ich es vermag. Auf bald. Ja? So, wie ich hörte, sollen Kreaturen den Warentransport gefährden. Ja. Ich nehme an, ihr fragt nicht aus reiner Neugier. Ich hatte gehofft, dass jemand für ihre Beseitigung zahlen würde. Ich vielleicht. Der Landungssteg im Sumpf ist wichtig für meine Geschäfte. Wegen dieser Kreaturen musste ich Einbußen hinnehmen. Wie sehen die Bestien aus? Es sind Ertrunkene. Sie kommen nachts raus, zerstören Waren und ermorden Träger. Ich würde 400 Orens zahlen, um sie loszuwerden. Na klar doch. Mit dem größten Vergnügen. Oh ja. Okay.
Okay. Reden wir. Ja? Haben wir noch was? Nein. Gucken wir mal, haben wir irgendwas? Nein, wir haben nichts. Oh, nichts. Oh, alles weg. Aber wir haben gut eingenommen. Ja, du bist ein bisschen näher dran, aber wahrscheinlich wirst du wieder Geld ausgeben. Wahrscheinlich werde ich gleich mal wieder eine Menge Geld los, was denn hier im Fass drin. Zuckerpuppe und Schweinefleisch. Zuckerpuppe? Wofür braucht man die denn? Für Essen. Ja. War, glaube ich, als Essen. Ist hier irgendwas Interessantes? Braucht die Straßen man. Werden nass sein. Aber ich sage mir nichts. Rat, meinen Anteil an die Spedition zu verkaufen. Habe ich mir's doch gedacht. Schwarzpulver. Na, das nehmen wir mit. Wir können zwar noch keine Bomben, aber wahrscheinlich sind wir irgendwann dankbar. Auch guck mal, hier ist eine Feuerstelle. Immer gut zu wissen, wo die nächsten Feuerstellen sind. Wie spät ist das eigentlich? 16 Uhr. Oh. Dann würde ich sagen, fahren wir mal in den Sumpf. Gucken wir uns mal den Sumpf ein bisschen an. Herr Fährmann, hol über. Transportdienstleistungen, günstig wie nie. Wohin fahrt ihr? Ich bringe euch von Visima zu den Sümpfen und wieder zurück. Bringt mich auf die andere Seite. Die Zeit steht nicht still. Habt ihr euch entschieden? Sagte ich doch. Tja. Kann's losgehen? Wie oft wollt ihr noch fragen? Zum Sumpf. Na. Das wird bestimmt lustig. Warum? Wenn sie ertrunken sind, ist ja nicht so schlimm, oder? So. Oder gibt es denn noch was anderes? Mal sehen, was es noch so alles gibt. Aha. Wir sind fast da. Die Musik klingt ja gefährlich. Die Musik klingt ja sehr oft sehr gefährlich. Oder irgendwie unheimlich jedenfalls. Ist hier noch jemand? Oder etwas? Nein. Aus dem Wasser scheint aufgewühlt. Ertrunkene und nasse Füße. Ein Schaupier. Wer seid ihr? Ein Hexer. Schau an, schau an. Und ich dachte, Leo Bonhart hätte euresgleichen ausgerottet. Nie von ihm gehört. Und das werdet ihr auch nicht mehr. Früher oder später trifft jeder in unserem Metier auf einen, der besser ist als er. Und was wäre das für ein Metier? Kopfgeldjäger. Was führt euch hierher? Wer war Bonhart? Der alte Leo war eine Legende. In gewisser Weise war er wie ihr. Er tötete emotionslos. So wie ihr einen lahmen Ertrunkenen töten würdet. Er war der Beste. Groß, schlank und... ein Blick aus diesen leeren Augen konnte einen gestandenen Mann brechen. War er ein Magier? Nein. Er tötete einige Hexer. Solche, die die Bauern gegen sich aufgebracht hatten. Magische Tricks und Hexerreflexe waren nutzlos gegen ihn. Aber er ist tot. Man könnte sagen, er hat seinen Meister gefunden. Ja. Gebt auf euch acht, Hexer. So, von dem ist wohl die Anzeige mit den Wölfen, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin wegen der Anzeige hier. Endlich! Habt ihr die heute? Ich komme wieder, sobald ich die Pelze habe. Ich werde hier sein. Gut. Lebt wohl. Wen haben wir denn hier noch? Hallo, Hund. Oh, wer möchte schlechte Laune. Ein neuer Kunde? Kommt an Bord.
Hallo, Großväterchen. Hallo, mein Junge. Ich bin nicht euer Junge, Großväterchen. Ihr habt meinen Namen erraten. Hier nennen mich alle Großväterchen. Mir gibt man alle möglichen Namen. Meistens Geralt oder krätzige Missgeburt. Die Leute übertreiben. So hässlich seid ihr auch nicht. Nicht so ungut. Schon gut. Zweifellos bekomme ich noch mehr Krätze, wenn ich wieder durch diesen verdammten Sumpf stapfe. Ja? Ich suche Arbeit. Schwerter. Ich glaube, ich weiß, welche Art von Arbeit ihr sucht. Vielleicht könnt ihr mich zur Kapelle begleiten. Ich bin alt und kann Ungeheuer nicht mehr so gut mit meinem Stab abwehren. Das sieht eher aus wie eine Axt, was er da trägt. Ich dachte an sich mehr an bezahlte Arbeit. Aber egal. Ich bring euch hin. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Na gut, hier. Dann müssen wir jetzt Schluss machen. Ja. Sein Stab ist aber eine Axt, hä? Ja, okay, wir machen trotzdem Schluss. Okay, bis dann, ja, ciao. Bis dann, tschüss.